Wunderschönen guten Abend. Runde die zweite sind wir heute. Und zwar sind wir mit dem zweiten Viertelfinale jetzt heute dabei. Und zwar RTA gegen 7-Eleven. Eben um 8 haben wir schon gesehen, wie Acer die Franzosen von 3D Max völlig auseinandergenommen hat. 7-2, 7-0, glaube ich, ist es am Ende ausgegangen. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt hier im zweiten Viertelfinale des heutigen Abends ein deutlich knapperes, deutlich spannenderes Match zu sehen bekommen. Ihr hofft das sicher genauso wie wir. Ich bin wieder nicht allein dabei. Oxygen hat ja vorhin schon die Technik gemacht, macht auch jetzt wieder die Technik. Vielen Dank also jetzt schon mal im Vorhinein an der Stelle. Und ich habe natürlich aber noch einen Caster mit mir mitgebracht. Und zwar den altbekannten Nutella. Altbekannt, ach du meine Güte. So lange bin ich ja auch schon wieder nicht dabei. Ach, Guten bei Abend, Stabby TV ja. auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das Da bist stimmt. du im Inventar dabei. Also ohne dich geht das quasi gar nicht. Es ist Richtig. jetzt nicht ganz so krass wie Pratt, Bin aber. in der Installationsdatei enthalten. Richtig, richtig. Oder so. Jo. Also, wir sind natürlich schon auf dem Server hier und die Fahrer von RTA sind es auch, natürlich die altbekannten. Viele deutsche Fahrer sind mit dabei. Jo, ein Fahrer von 7-Eleven, 7-Eleven ist auch schon genau. da. Draco. Einer. Ne, warte mal, da unten im Chat eiern noch ein paar Achso, andere ah, rum. stimmt. Ja, wahrscheinlich Rick alle und Zuschauer. Control. Wahrscheinlich, ja. So, ich bin jetzt auch mal als Zuschauer reingegangen. Die Fahrer werden sich jetzt also noch ein bisschen warm fahren, wobei ich noch nicht weiß, ob jetzt wirklich das hier die erste Map sein wird. Werden wir wahrscheinlich erst entscheiden können, wenn 7-Eleven wirklich mit dabei ist. Ja, da wollen wir mal schauen, weil 7-Eleven hatte geschrieben, dass sie auf einer Map gerne zuerst fahren würden. Und ich glaube, das ist auch Identity, genau die Map, die hier jetzt gerade Okay. läuft. Weil nämlich ein Fahrer von 7-Eleven wohl relativ früh hier wieder weg müsste. Ja, okay. Sehr gut. Jo. Ja, Identity haben wir eben ja schon gesehen, die Map. Ich habe mich am Anfang des Casts ja ein bisschen, oder am Anfang der Map ja ein bisschen kritisch geäußert. Ah. Bin jetzt Hat eben auch ein paar nochmal ein bisschen eklige gefahren. Stellen. Bitte? Hat ein paar eklige Stellen, wollte ich sagen. Ich wollte Ja, dich da genau. jetzt nicht unterbrechen. Nee, dafür bist du ja da, um auch was zu sagen. Ja. Wahrscheinlich bin ich das im Redefluss von gerade eben. Da habe ich Jo. ja die ganze Zeit rumgelabert. Ja, ich bin jetzt gerade eben nochmal ein bisschen gefahren. Meine Zeiten sind jetzt natürlich auch jetzt ein wenig vergleichbar mit den Pro-Zeiten. Das fühlt sich natürlich alles noch anders an. Ja, aber ich ja, muss halt sagen, ein paar Stellen, ne, finde ich vom Flow halt nicht so richtig geil. Aber es fährt sich halt letztlich doch recht locker, recht easy runter. Wir haben ja auch hier gesehen, dass Acer es wirklich geschafft hat, 7 zu 0 hier zu gewinnen und dass es Acer auch wirklich geschafft hat, sehr konstant, sehr gute Zeiten zu bringen. Also 43,08 ist ja hier die Bestzeit der Weltrekord, der hier gefahren wurde. Und 43,30er Zeiten haben wir insgesamt schon, ja, die eine oder andere gesehen. Also 3, 4 vielleicht waren dabei. Insofern ist das schon krass, wenn du 20 Hundertstel hinterm Weltrekord fährst, dann ist das schon ganz gut. Auf jeden Fall. Und ja gut, wir hatten ja vorhin schon ein episches One-on-One auf dieser Map. Und da ist mir vor allem die Kurve, wo jetzt hier die Führungsspitze im Warm-up gerade so reingeht, aufgefallen, die sehr eklig zumachen kann, wenn man da nicht weit genug slidet. Und auch hier bin ich schnell mal da zu weit nach außen gekommen. Ja, du warst vorhin wahrscheinlich gar nicht da, als ich hier die Map eingeleitet habe, bist ja später dazugekommen, oder? Das kann sein, dass ich das Ja, nicht weil ich nämlich mitbekommen habe, ja. genau diese Stelle auch am meisten kritisiert habe. Dieser 180 Grad rechts runter Slide, dann auf den Rasen, weil man halt Hoppe keine Ground Control hat, dann über diese leichte Erhebung wieder auf die Strecke drauf. Ja, also das ist halt so ein bisschen, man muss halt sehr safe fahren davor die Kurve, dann geht's. Aber ich finde es halt nicht so perfekt gelöst. Aber man kann sich halt wirklich nicht beschweren. Also, das ist jetzt wirklich schon Kritik auf höchstem Niveau. TMM hat allgemein ein sehr, sehr hohes Map-Niveau, finde ich. Wenn man überlegt, wie viele Richtig. Maps das sind. Also Wie wirklich viel es drei jetzt Maps schon jede gibt. Runde. Und Ja, also, das wie ist viel echt. neues Zeug auch immer noch erfunden wird, was man vorher gar nicht gesehen hat, finde ich schon sehr interessant. Ja, das finde ich eh krass. Also, wie wenig Bauteile, die man verwendet, realistisch. Es gibt, aber wie viele tausende Maps es inzwischen gibt, aber es gibt keine Map, die auch nur über 5, 6 Sekunden fahren, identisch mit einer anderen ist. Das gibt's aber nicht. Also Also völlig krass. wie ich war mal ja zu eines STC-Saison lang da Admin und habe da auch ein bisschen Maps ausgewählt. Ja. Da hatten wir tatsächlich den Fall, dass auf einer Map ein Part, das waren vielleicht 5, 6 Sekunden,
komplett identisch war mit einer STC-Map, die in der vorherigen Saison schon mal verwendet wurde. Wobei wir da aber, glaube ich, eher davon ausgehen, dass der Mapper ja gerade mal ein bisschen unkreativ war und ein bisschen geschaut hat, was er denn da so kopieren könnte. Ja, gut, ja, das geht natürlich auch generell ganz gut. Also, ich meine, es gibt ja so, sagen wir mal, 50, ja, so typische Kurvenfolgen, ne, in Trackmania. Und da kann man sich natürlich theoretisch einfach, ja, 30, weiß nicht, WSDG oder STC oder TMM oder ESL Maps einfach schnappen und sich da so ein paar Stellen rausgucken und die da halt zusammenwürfeln und aneinander klotzen. Und dann ist es eine komplette Plagiat-Map. Aber sowas musst du halt auch erstmal gut können, denn sobald du auch nur 20 oder 10 km/h langsamer oder schneller bist, fühlt sich die Stelle halt schon nicht mehr smooth an und deine Map wird wahrscheinlich nicht im Turnier zugelassen. Also Richtig, weil schon, auch ja. das Niveau ist unglaublich hoch von den Maps, die man eingeschickt bekommt. Da muss man auch mal Maps schweren Herzens nicht nehmen, weil einfach so viele gute Alternativen da sind. Ja, genau. Das ist echt eine super Sache in Trackmania. Also die Mapping-Community, die stimmt echt. Also es gibt so viele, so gute Maps. Absolut. So, hier passiert nichts, ne? Die sind hier noch am Gurken. Geht mittlerweile 6 zu 8. Man ist schon ein bisschen unterwegs anscheinend. Aber 7-Eleven, deren Lineup scheint da jetzt safe zu sein. Also Kayo, Drakov, CTRL und Kyle sind jetzt hier die vier Fahrer der Wahl, wie es scheint. Jo, Achso, Drakov ist Trackstorm, okay. RTA ist sich da noch nicht so einig. Da sind noch 5 Fahrer Nee, unterwegs. da will noch jeder. Ich verstehe nicht so richtig, wie ich angezeigt werde. Also bei mir werde ich im Tab angezeigt, obwohl ich seit vielen Runden im Ja, das Zuschauermodus liegt bin. daran, weil wir halt auch ein paar Runden Ah, reingefahren sind. stimmt. Das wird verschwinden, wenn wir dann. Alex fragt jetzt, warum wir mit 720p Quali streamen. Genau, weil es kann. Das ist die ganz einfache Antwort. Bless you, mad Alex. Okay, Alex sagt auch, dass es laggt. Wir hatten vorhin schon ein bisschen Lagging-Probleme, allerdings hat sich der Oxygen das Replay angeguckt. Also, das wird ja direkt danach aufgenommen und er hat sich das selbst angeguckt. Und es lief perfekt flüssig und keinerlei Probleme. Das heißt, es liegt definitiv nicht an seinem PC. Sein Upload läuft flüssig. Er hat jetzt den Upload nochmal ein bisschen runtergestellt. Also, dass selbst wenn jetzt irgendwelche Schwankungen in seiner Internetverbindung sein sollten, da es auch definitiv kein Problem mehr geben sollte. Also wenn es jetzt wirklich immer noch laggt, dann liegt es halt leider wirklich an Twitch TV, dass es vielleicht ausgelastet ist. Aber wir hoffen, dass es vernünftig läuft. Jo, also Und da wir im sind jetzt auch Chat. schon live an der ersten Runde. Ich wollte nur sagen, im Chat kriegen wir die Bestätigung, also es können welche fehlerfrei hier gucken. Ja, dann. Also müssen wir uns da keine Gedanken drum machen. Wir haben hier schon einen ersten Anhänger gesehen von Draco, der hier ein wenig hinterherhinkt und dem Feld da nicht mehr folgen kann. Aber vorne schaut's mehr oder weniger rot aus, sah hier gerade auch der einzige 7-Eleven-Spieler, der vorne unterwegs war, angeeckt. Das ist jetzt Control hier mit einer starken Rechtskurve, diese Bergrunterkurve, die sehr gefährlich ist. Hat er richtig gut gelöst, aber er ist der einzige von 7-Eleven vorne. Und Ja, somit wird's die. die Teamleistung von RTR stimmt einfach. Die 43 Mittelzeiten, 60er, 70er Zeiten. Ich meine, diese 60er, 70er Zeiten ist 3D Max vorher auch einigermaßen konstant, also halb konstant, sage ich mal, gefahren. Aber Ace hat halt einfach die 30er, 40er, 50er rausgehauen. Ja, das ist echt krass. Aber also für uns als Zuschauer ist es ja wirklich einfach definitiv so, ich habe lieber ein Match, wo beide Teams nur mittelgut fahren, als ein Match, wo ein Team mittelgut und das andere sehr gut fährt und es auf den Rape ist. Insofern hoffen wir natürlich, dass wir weiterhin ein konstantes Match sehen, denn die erste Runde war knapp, sie ist knapp an RTA gegangen. Ich denke, wir dürfen ja auch ruhig parteiisch sein, oder? RTA mit vielen deutschen Fahrern, da. Na, auf jeden Fall. Und es sieht nämlich auch wieder gut aus. Also Alex, Bliss und Sky sind da wirklich ganz, ganz vorne mit dabei. Jetzt hier diese rechts runter, diese Kurve, die wir schon angesprochen hatten, aber keine Ecke außen an. Also in der letzte Slide jetzt hier, wenn man da nicht zu weit rauskommt und danach sieht es nicht aus, dann sollte es das 2 zu 0 für RTA werden. Also guter Oh, das ist es Start. auch. Ja, sehr schön. Wahnsinnig schlecht, ja. Und da ist die Kayo 37. hier sehr weit hinterher, genau. Sky mit einer starken Runde hier. 43-37. Da haben wir die Dreierzeiten. Und Ja, jetzt wird hier rausgehauen. mal gucken, ob 7-Eleven da ein bisschen was dagegen zu setzen hat. Wir haben ja gerade eben eine Runde gesehen, wo so gut wie. Oh, was ist hier denn los? Ja, ich würde auch Mit sagen, Draco, der der. rollt hier rum. Ja, hoffentlich jetzt hier Fair Play, dass alle entern und die Leute, die es im Moment fahren, noch ziemlich viele. Hoffentlich ist ein Admin jetzt hier am Start und kann die ganze Geschichte mal abbrechen.
Ja, ganz nur, ja, Joey ist hier schon am Fragen. Ich denke mal, er wird gleich einen Okay, Endround raus haben. ja. Ja, Da ist er Joey, auch. der perfekte Admin. So. Souverän. Also Fairplay hier einmal für den Dragstorm oder Drakov, keine Ahnung, wieso er jetzt so heißt. Ich glaube, er hieß irgendwann, als wir letztens mal TMM gestreamt haben, nochmal anders. Okay. Also ich glaube, das ist so sein zweites Hobby hier. Ja, Namen der Mit Fame. den Namen. Okay, wir sind jetzt also in der offiziell dritten Runde. Noch das Teilnehmerfeld eng, keiner in irgendeine Ecke geflogen am Anfang auf diesem Dachpart. Es fällt wirklich noch sehr, sehr gut beieinander, eine perfekte Linie. Und es ist vorn auch sehr, sehr dicht beieinander. Kaio setzt sich jetzt hier so langsam an die erste Spitze, wird allerdings sofort wieder eingeholt. Also noch alles offen bisher. Jo, RTA jetzt, aber mit ein bisschen Problem. Der eine ist da rumgebackt, aber jetzt regeln das Bliss und Sky doch wieder relativ gut. Ah, da ist Sky zu weit nach innen gekommen und jetzt könnte es tatsächlich eine 7-Eleven-Runde werden. Bliss holt den ersten Platz hier, dann drei Spieler von 7-Eleven, die innerhalb von 400 ins Ziel kommen. Richtig starke Teamleistung und das reicht am Ende für die erste Runde für 7-Eleven, die hier aufs 2 zu 1 verkürzen können. Ja, also so schnell kann es gehen. Wir haben ja auch schon auf den ersten beiden Runden gesehen, dass es jetzt nicht super eindeutig war, sondern es war wirklich sehr, sehr eng beieinander. Und das wurde jetzt ja auch nochmal veranschaulicht. 7-Eleven holen sich die erste Runde. Und wir gehen in die nächste Runde und werden sehen, ob wir jetzt hier das erste Unentschieden des Abends, oder das erste Unentschieden des Abends sehen werden. Es liegt in der Oder, Luft auf jeden Fall. ja. Oder ob wir hier das 3 zu 1 sehen werden, denn Sky und Alex sind vorne beide mit gut dabei. Richtig, aber auch sehr. Oh, da ist Sky angeeckt an dieser Stelle, wo links und rechts an beiden Seiten da Ecken sind, wo man schnell mal gegenfährt. Und das ist die Einladung an 7-Eleven. Aber Kayo macht den angesprochenen Fail, kommt da zu weit raus in dieser Begründerkurve. Und jetzt wird es tatsächlich sehr, sehr eng. Wir haben vorne immer noch Control, der das Ganze auch nach Hause fährt, aber das müsste eigentlich reichen für Ja, 7-Eleven. Kaio wird auch ins Ziel kommen. Jo. Genau. Und damit reicht es aus. Ansonsten wäre es, glaube ich, der Draw gewesen. Ja. Okay, Alex sagt End of the Warm-ups. Also jetzt fährt RTA anscheinend auch richtig los. Tja, es steht 2-2 unentschieden. Das heißt, man könnte das Match auch mit 5 Punkten als neu gestartet betrachten. Aber Sky hat das mit dem Warm-up noch nicht so ganz verstanden und hat da erstmal einen kleinen Fehler eingebaut am Anfang. Der Rest des Feldes ist noch sehr nah vorne beieinander. Unglaublich hier gerade, aber Control kann sich so langsam vorne an die Spitze setzen. Wird jetzt von Alex eingeholt, der hier eine starke Kurve gefahren ist und jetzt die erste Position überholt. Jetzt kommt Dragstorm und Control kommen wieder vorne auf die vorderen Positionen, aber hier ändert sich fast jede Kurve das Führungsfeld. Jetzt ist Bliss vorne mit dabei, der sich nach vorne gespielt hat. Kein Fahrer vorne mit einem Fehler. Und Kayo jetzt mit Overspeed. Oh, und wer ist denn da weggebackt? Das war Ja, Bliss, Bliss der da hat beim. den Landing-Bug bekommen und damit ist es die Runde für das brasilianische Team 7-Eleven. Und damit die 3 zu 2 Führung für 7-Eleven. Also 2 zu 0 lagen sie Oh. zurück, haben jetzt hier aber nochmal richtig aufgedreht und RTA jetzt aufpassen, dass sich das Ganze hier nicht negativ aus deutscher Sicht dreht. Bisschen unglücklich für RTR, muss ich sagen. Sie waren ja jetzt die letzten Runden bis kurz vor Ende immer ganz gut mit dabei. Und dann haben so ein, zwei Fahrer doch mal einen Anecker eingebaut. Ja, wir sehen jetzt auch der Acer Poker ist jetzt hier auch mal im Chat angekommen. Gerade eben noch 3D Max vernichtet und jetzt schön mit dem Feierabendbierchen vom Stream willkommen und Ja. Gratulation an dieser Stelle. Hallo Währenddessen Poker. gehen wir in die sechste Runde rein. Alex mal wieder vorne mit einer Führung. Also der bringt wirklich eine super Performance heute. Hat auch einen starken Abstand, musste da leider vom Gas gehen und deswegen rückt das Teilnehmerfeld wieder auf. Aber lieber gehst du natürlich vom Gas als zu failen. Da hat er gefailt Oh, und auch noch wer anders gegen diese das Kante. war Also auch ein sehr, zweiter sehr knapp am Ende. RTA-Fahrer. Paul war das und das müsste jetzt 7-Eleven eigentlich werden. Oh, da ist aber RTA noch vorne mit dabei und Ah, Control holt sich schade. doch noch den ersten Platz. Ja, wenn Control da halt 200 zu langsamer ist, dann ist es halt der Draw, aber so Jo. reicht's natürlich nicht. Richtig krass von 7-Eleven, die hier sehr viele knappe Runden sich gerade holen. Man sieht das auch unten rechts schön, wo die verschiedenen Runden angezeigt werden. Die letzte Runde jetzt, oh, jetzt sind meine TM-Sounds hier an. 17 zu 19 war die letzte, nee, die vorverletzte Runde war 17 zu 19 und die Runde jetzt 16 zu 20, also sehr enge Kiste meistens. Ja, absolut. Sehr, sehr enges Match. Und wir sind jetzt auch schon in der nächsten Runde. Wie gesagt, 7-Eleven führt 4 zu 2.
Sky und Bliss jetzt allerdings mal beide vorne in der Front dabei und ich glaube, es gab auch noch keinen großen Fail von RTA-Seiten. Also hier besteht die Möglichkeit, wieder ranzuziehen an das 3:4, so wie 7-Eleven zum 1:2 schaffen konnte. Und vielleicht kann dann RTA aufdrehen und zwei, drei Runden in Folge holen. Sky und Bliss wirklich beide noch gut dabei. Jetzt geht es hier in diesen letzten Sprung, in den letzten Rechtsleit. Wir sollten sich das nicht mehr nehmen lassen, aber Control kommt da mit der inneren Linie sehr gut ran, aber es reicht Ja, das gerade so reicht noch aber für Bliss. noch. Das reicht noch. Auch Alex und Paul hier mit einer guten Performance. Überhaupt das komplette Fahrerfeld ohne Anhänger gerade durchgekommen. Ist schon wirklich beeindruckend. Also das Match, denke ich mal so, schon auf einem höheren Niveau als gerade eben Acer gegen 3D-Max. Wo zumindest zwar Acer wirklich gut unterwegs war, aber 3D-Max ja jetzt nicht so durch die unglaubliche Performance geglänzt hat. Ja, 3D Max war zwar nicht unglaublich schlecht, aber dadurch, dass Acer gut war, sahen sie natürlich unglaublich schlecht aus. Allerdings waren sie auch schlechter als beide Teams, die wir hier sehen. Also jo. Gut, dass wir dieses Match noch casten. Auf jeden Fall, denn es ist deutlich spannender als das Match vorhin von Acer. Wir haben auch jetzt wieder ein buntes Führungsfeld, naja, wollte ich gerade sagen, aber jetzt hat sich RTA doch mit einigen Fahrern da nach vorne gespielt. Sky ist da vorne, Bliss und auch Alex. Oh, Alex, aber auch einer von 7-Eleven hat da genau den gleichen Fehler gemacht. Das sah sehr schön synchron aus. Jetzt ist Paul hier nochmal unter Druck von 7-Eleven, aber nein, da ist Dragstorm doch nochmal höchst schräg da ins Ziel geflogen. Am Ende reicht es dann doch locker für RTA. Ja, also sowas ärgert mich immer. Ich war früher als Fahrer auch mal eher so der konstante Typ und dann sehe ich, wie Alex da rechts diesen Slide macht und ich denke mir anderthalb Sekunden vom Crash, geh vom Gas, geh vom Gas, geh vom Gas, geh vom Gas, Crash. Also ich meine, Polen hat das ja auch mal gemacht. Da musst du, ich meine, da verlierst du als Fahrer halt mal deine 5 bis 10 Hundertstel, aber dafür kommst du dann safe ins Ziel. Also ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen die Leistung von Alex jetzt hier nicht runterreden. Denn bisher hat er immer noch ein gutes Match, hat jetzt nur die letzten zwei, drei Runden ein bisschen geschwächelt. Er war ja in den ersten Runden wirklich der beste Fahrer von RTA. Wollen wir hoffen, dass er jetzt wieder zur alten Leistung zurückkommen kann und er tut sein Bestes dafür. Super eng in diesem Part hier gefahren. Alex und Sky beide vorne in der Front. Jetzt hier dieser rechts runter slide. Diesmal kommen sie auch beide gut durch. Und das sieht sehr gut aus hier, RTA. Ja, Paul ist hier angeeckt, aber auch von 7-Eleven sind schon zwei Fahrer weiter hinten. Kyle nimmt da auch nochmal den safen Weg ins Ziel. Ja, auf jeden Fall 43:30. Stark von Sky. Ja, krass. 0,8 ist der Weltrekord nochmal als Änderung, also 1200 nur. Jo, und das im Match ist schon mal eine starke Leistung. Damit haben wir wieder die RTA-Führung, nachdem 7-Eleven hier eine Zeit lang gut aufgedreht hatte. 22 Hundertstel, aber übrigens, mein Mathe ist der Überfail. Achso, das hatte ich jetzt gar nicht nachgerechnet. Kann natürlich sein, wobei ich da auch kein ungeschriebenes Blatt bin in der Richtung. Wollen wir da nicht weiter drauf eingehen. Richtig. So, von 7-Eleven haben wir einen Fahrer schon mal ein wenig weiter hinten. Das ist Control, der hier dem Feld momentan hinterherfährt. Aber wir haben den restlichen Teil von 7-Eleven hier vorne mit dabei. Kyle ist auf der ersten Position und auch Dragstorm gut mit dabei. Momentan die Dreifachführung. Oh, Blister mit sehr viel Geschwindigkeit im Sprung. Kann jetzt vielleicht im Slide die Geschwindigkeit mitnehmen und überholt hier Kai. Und auch Alex ist dann noch mit dabei, aber es reicht am Ende nicht, um 7-Eleven da wirklich gefährden zu können. Übrigens wieder ein 43:30. Ja, krass. Also wirklich sehr, sehr schönes Match, was wir hier sehen. Das bedeutet jetzt, dass wir das 5:5 haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Tennismodus? Ist in TMM Playoffs gibt es Tennismodus, ne? Ja, das wurde extra eingeführt nach den Dingens Gruppenphasen. Ja, okay, sehr schön. Per Facebook-Vote auf der TM Masters-Seite, glaube ich sogar. Okay, ganz ja, interessant. Jo, ja, finde ich auch ganz cool. Großes Lob an Hot Rod auch an der Stelle einfach mal. Ich finde, er organisiert das TMM wirklich immer super. Es läuft eigentlich jedes Jahr, also jedes halbe Jahr sozusagen, läuft das immer wieder astrein, hatte da die größten Probleme. Ein Control war da mit dem Bug, ne? Genau. Er ist da über diesen inneren Randstein bei dieser schrägen Kurve geholpert und der ist sehr, sehr gefährlich. Das weiß jeder, der da mal drüber gefahren ist. Ja, und wirklich vorne jetzt drei RTA-Fahrer mit dabei, die könnten sich diese Runde holen. Das wäre natürlich wichtig hier, das 6:5 und damit die Möglichkeit, die ganze Map ohne Tennismodus zu beenden. Sky hat dort mit einer guten Zeit eine 27, kranke Scheiße. Boah, und es ist krass, die ja. blaue Runde. 6:5. Sau stark, ja, und RTA holt sich hier die Führung wieder. Jetzt ein ganz spannender Punkt, eine ganz spannende Runde.
Denn RTA, wenn RTA jetzt diese Runde hier holt, ist die Map rum. Aber wenn 7-Eleven die Runde holt, dann sehen wir noch mindestens zwei weitere Runden aufgrund des allseits beliebten Tennismodus. Richtig, und dann kann der Abend noch lang Oh werden. ja, das kann dann wirklich noch dauern. Und da ist der erste Eieieiei. Fail von 7-Eleven, die Steilvorlage für Das RTA war hier 1 wieder zu 0 in Führung zu Control. gehen. Das war wieder Control, der sich momentan nicht so wirklich im Fokus befindet. Und das ist die Chance für RTA, die hier gerade zwar die erste Position an Kayo abgegeben haben. Sky kann sich jetzt wieder nach vorne spielen, aber auch Dragstorm ist da noch gut mit dabei. Alex jetzt hier mit dem Overspeed und kann Dragstorm wieder einholen. Das Ah, müssen das sie wird nur noch safe ganz runterfahren, dann ist schwer, es die das RTA-Runde. richtig, denn Hauptsache, auch die ersten beiden Plätze gehen nicht an 7-Eleven, sonst wird es ein Draw. Das ist nicht der Fall. das passt, das Gratulation, passt. 1 zu 0 für RTA. Wunderbar Stark. gemacht, ja. Haben sich nicht beeindrucken lassen von anfänglichen Schwierigkeiten und holen jetzt schön Richtig. das 7 zu 5 hier raus. Ja, führen dort 2 zu 0 und verlieren dann 3 oder 4 Runden in Folge. 4, glaube ich, in Folge. Ja. Aber richtig, sind dann wieder auf ihr Mindset klargekommen, haben das Comeback hier geschoben. Und sich 7 zu 5 die Map geholt. Und das ist eine super, super Sache. Du hast jetzt halt eine Map, die du ruhig verlieren kannst. Ja, ist immer wieder schön, ne? Mit so einer 1-0-Führung im Best of 3. Auf jeden Fall Schon ist ein angenehm. deutlicher Vorteil, Ja, auf weil jeden Fall. 7-Eleven jetzt durch die nächsten beiden Maps durchmarschieren muss. Richtig. Kyle hat jetzt gefragt, ob wir Last Resort erst fahren können. Das werden wir wahrscheinlich dann auch tun, wenn jetzt niemand von RTA irgendwie Riesenprobleme Jo, mal sehen. hätte. Last Wie. Resort ist ja auch die Map, die wir noch nicht gesehen haben bisher. Also, Ah, okay. yes, Hot Rod, 75 for RTR ist the first Map. Also, das ist wirklich die Map, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Meine persönliche Lieblingsmap, definitiv. Also, übertrieben geile Map. Ich kenne den Mapper auch nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Aber diese Map hat einen unglaublich geilen Flow, wie ich finde. Ist mit 35, also 35 Middle werden so die Zeiten sein, die wir sehen dann wahrscheinlich. Die kürzeste Map mit Abstand, also 5 bis 7 Sekunden kürzer als die anderen beiden. Aber fährt sich wirklich super, super angenehm runter. Hat auch, glaube ich, bei TMX, weiß ich gar nicht, 14, hier diese Pokaldinger da, ne? Awards, denke ich, meinst du? Richtig, richtig, Awards. Die Awards, Also ja. für eine TMM-Map auch ganz anständig auf jeden Fall. Ja, kann sich sehen lassen. Vor allem, das habe ich auch gemerkt. Maps, die später im Turnier erst verwendet werden, kriegen deutlich weniger Ja, Awards, weil richtig, nicht klar. so viele Leute, die trainieren mehr und sich dann auch nicht mehr so viele Leute die angucken, obwohl in den Playoffs dann meistens sogar die Maps kommen, die jetzt vom Fahrerischen her am schönsten zu fahren sind und die besten Maps vielleicht sind. Genau. Aber die kriegen dann trotzdem weniger Awards, weil weniger Leute die Map drehen. Ja, ist ja logisch. Also ich meine, wir befinden uns jetzt hier im Viertelfinale pro. Also jetzt im Match davor zum Beispiel ist Acer nur mit 4 Fahrern gefahren. 3D Max mit 5 Fahrern, glaube ich. Also behaupten wir mal, von jedem Team trainieren jetzt irgendwie 7. Dann sind wir ja trotzdem nur bei. Das war Das ist lieber. 56? 56 Fahrer, glaube ich. Und wenn du bei 56 Fahrern 14 Awards bekommst, und die ja. meisten interessiert das ja jetzt nicht, bei TMX einen Award zu geben, das ist Auf jeden schon Fall, ja. ganz ordentlich, auf jeden Fall. Da musst du nur mal gucken. Jetzt im Viertelfinale sind noch 8 Teams da und in der Gruppenphase sind es 96. Ja. Der Unterschied sollte, glaube ich, jedem auffallen. Könnte man meinen, ja. Aber was mir auch bei dieser Map aufgefallen ist, ich habe sie ja bei Frostbeule im Stream mal einen Tag irgendwo gesehen, wo er da ein bisschen gesuchtet hat. Und er meinte auf dem Stream auch, dass es auf dieser Map sehr, sehr eng werden würde, da sie keine wirkliche Problemstellen hat. Höchstens am Ende noch, wo man Richtig. den Slide ein bisschen zu weit setzen kann und dann da einen schönen Stillstand kassiert. Aber ansonsten ist sie nicht allzu schwer und wir haben ja vorhin schon teilweise sehr starke Performances gesehen, auch in Sachen Konstanz, sodass wir sicherlich ein paar enge Runden jetzt gleich hier sehen werden. Das hoffe ich. Aber es stimmt, die Map, also dadurch, dass sie so einen super einfachen, Hock-typischen Flow hat, gibt es wirklich wenige Stellen, wo man richtig failen kann. Wirklich diese letzte Kurve, was Frostbeule angesprochen oder du angesprochen hast, ist wahrscheinlich wirklich die Stelle am ehesten, wo man noch viel Zeit verlieren oder gewinnen kann. Auch, da gibt es ja auch zwei Möglichkeiten, wenn du auf das Dach drauf fliegst. Viele Leute springen dort sehr eng drauf und versuchen da wirklich ganz, ganz eng rumzukommen, weil sie wissen, dass danach nur noch der Sprung ins Ziel ist.
Das heißt, es kommt nicht so sehr darauf an, wie viel Overspeed du mitnimmst, weil das Ziel schon sehr weit ist. Andere fahren halt eher weiter außen, brauchen dafür natürlich länger, bis sie durch diese Kurve durchkommen, aber haben dafür mehr Overspeed. Ich weiß jetzt nicht, was der bessere Weg ist. Werden wir jetzt gleich mal im Match sehen, wofür sich die Fahrer entscheiden. Na, also bereiten wir uns auf ein paar interessante letzte Kurven vor nachher im Match. Ja, ich hoffe doch. Das wäre ja schön, wenn sich da auf den letzten Kurven dann vielleicht das Blatt auch noch mal wendet. Ist ja immer so am spannendsten für die Caster, wenn das Ende durchaus seine Schwierigkeiten hat. Man hat es ja öfters, dass Maps dann irgendwie so die letzten 5 bis 10 Sekunden nicht mehr allzu schwer sind. Da ist es dann ein Genau. bisschen schade, wenn das Ergebnis quasi dann schon vorher feststeht, wenn nicht irgendjemand noch einen Totalausfall hat. So ist das dann schon ein bisschen netter. Ja, So, ich ja. erinnere mich gerade an eine ESL-Map, wo man wo ganz am Ende noch so ein Sprung ist, ins Ziel, der wirklich kaum zu schaffen war. Also der war so todesschwer. Und Ja, dann wurde sowas die, ist dann eklig, ja. ja, die Map wurde dann sogar noch einmal umgebaut, dass man noch 5 km/h mehr hat, aber selbst dann war es noch schwer. Aber das war immer interessant. Alle 8 Fahrer auf dem Haufen und dann kommt der Sprung, aber 4 failen und die anderen 4 nicht so. Das war immer ein Spaß. Na Ja, gut. wobei für die Fahrer ist das glaub ich nicht so lustig. Ja, das war mal so der Punkt. Wenn du aus dem letzten Slide vom Sprung rauszukommen bist, dann musst du mal überlegen, okay, reicht das jetzt, reicht das nicht? Naja. Okay, gucken wir mal aufs Line-Up, denn so viel passiert hier ja jetzt immer noch nicht. Mal gucken, ob es gleich losgeht. Wir sehen auf Seite von RTA 3 Wechsel, soweit ich das sehe. Nur Alex bleibt im Ja, Line-Up. richtig. Wir haben neu den Vogter von RTA. Dann hier Mr. 40. Vielleicht ist das, ne, weiß ich nicht, wer das sein soll, aus Portugal. Kenn ich auch nicht. Wer ist aus Portugal, aus RTA? Fragen wir mal den Chat, vielleicht weiß da jemand genaueres zu. Richtig. Und Und vierter Fahrer natürlich Wally, auch richtig. altbekannt. Mit einem netten Q hinten dran, was das auch Ja. bedeuten soll. Ja, die Fahrer lassen sich auch mal wieder was einfallen. Tja. Und auf 7-Eleven-Seiten sehen wir aber auch Wechsel. Also der Dragstone und der Control, die sind beide noch drin geblieben. Auch Kyle, genau. Achso, Kyle ist ja eben auch schon gefahren, ne? Ja. Oder? Ah, Kyle war okay. gerade eben auch schon da. Der hat ja hier als einziger von 7-Eleven so ein schönes blaues L. Da erkennt man ihn wunderbar. Ja, stimmt. Aber Slender ist neu im Team. Richtig. Und auch Kajo ist gerade noch gejoint. Mal gucken, ob er jetzt auch noch hier eingewechselt wird. Aber vielleicht machen sie jetzt spontan noch eine Quali, wer fahren darf. Das Okay, weiß man nicht. Kayo fährt, er sagt jetzt gerade 3 WU. Ah, okay. Oh, dann heißt das für uns noch 3 Runden mehr, die wir irgendwie totquatschen müssen hier. Sehr gut, Wally. Wally sagt, dass wir den Account geswitcht haben, also dass Kayen jetzt gerade an Kayos Account sitzt. Ach, so sieht das aus. Alles klar. Ja, sehr richtig. Ja, oder Winnie, Oh wie ja. gesagt. Das ist noch realistischer wahrscheinlich. Da könnten wir natürlich auf ein paar witzige Geschichten zurückkommen aus einem gewissen Enjoy Cup, wo ein paar Bull Race schöne Counts geshared haben, aber die Geschichte hören manche, glaube ich, auch nicht so gerne. Ja, so ist das immer mit solchen Stories. Ja. Naja. Aber das war schon eine ganz witzige Geschichte. So, 2 WUs gibt es jetzt immer noch. Ich glaube, wir haben noch nie so viele WUs gesehen auf irgendeinem Map, ne? Oh, Alex hier übrigens mit einer richtig krassen Zeit, 35, Oh. 28 hier im Warm-up. Also auch auf dieser Ja, Map ist er durchaus ordentlich. genolived. Interessant übrigens die Dedi-Range. Ich sehe es gerade zufällig. Der erste und der 30. Dedi sind hier von Fahrern, die hier unterwegs sind. 30. Ah. Dedi von Slender und erster Dedi von Wally. Oh, aber auch zweiter Didi direkt von Richtig. Kayo. Also allgemein auch sehr gute Zeiten. 7., 9., 10., 11., 12., 16. Alles von Fahrern, die unterwegs sind. Hauptsächlich allerdings RTA. Jo, Also das stimmt. Also es besteht auf jeden Fall gut Hoffnung. RTA hat hier was, 7 oder so sind das. Oder sogar noch mehr. Ja, doch 7 Dedis. Ja, interessant, dass Blizzly Oder 6, fährt. ach egal. 6 Der sind hat sie, nur ja egal. 22. Naja, So. Paul hat auch nur 22. Okay, ja. Aber Paul war ja eben so ein bisschen die Schwachstelle auf der ersten Map, ne? Also er war auch der schlechteste Fahrer insgesamt, hat die wenigsten Punkte geholt. Jo, jetzt wurde er ja ausgewechselt mit auch noch zwei anderen. Also quasi komplett neues RTA-Lineup hier. Ja, kann man so sagen. Aber Alex war ja sehr stark und Richtig. hoffen wir mal, dass er es jetzt auch hier ist.
Mein Letzte WU. Vogter und Wally sind ja auch jetzt nicht die unbeschriebenen Blätter hier in Nö, Trackmania. das kann man wohl nicht gerade sagen. Wally, ja auch, glaube ich, letztens bei diesem Alienware Cup durchaus gut unterwegs. Ich glaube, in den Top 8 da am Ende gewesen. Und wenn man da mal gesehen hat, was das für eine Konkurrenz war. Also da hat Ja, sich da kaum waren ja eine lumpen lassen. wirklich richtig, da waren alle dabei, die man halt kennt, die immer bei diesen internationalen One-on-One-Events dabei sind. Selbst Onyo hat sich, glaube ich, angemeldet, ist aber relativ früh rausgeflogen. Also er vielleicht jetzt so langsam hat er sich Stadium abgewöhnt und fährt nur noch Canyon, man weiß es nicht. Ja, also zwei Spiele, die wirklich vom Fahrgefühl völlig unterschiedlich sind, aufrechtzuerhalten, ist halt auch wirklich sehr Ja, das cool. schwer. Na, Frostbeule hat es ja damals geschafft, ne? Er hat ja in Ja, stimmt. TM2 ständig diesen Dingens Cup da, was war denn das? Diesen Zotac Cup, genau, den hat er ständig gerockt und ist in TMNF trotzdem nicht schlechter geworden. Ja, aber Frostbeule ist auch eine Ausnahme. Der Ja, geht das nicht. stimmt. Frostbeule ist wirklich eine Ausnahme. Okay, wir gehen live in die erste Map. Ja, wir haben Yay! es ja schon mal angesprochen, für alle, die neu dabei sind. Sehr, sehr, ja, flowige, recht einfach, konstant zu fahren in der Map. Und die kompletten ersten, weiß ich nicht, 8 Sekunden oder so sind komplett auf dem Boden, nur eine Ebene, nur ein einziger Slide hier. Bis es dann mal, also langsam nach 12 Sekunden oder so, der erste ernstzunehmende Slide ist, und zwar der hier. Der erste ein bisschen wichtiger. Ja, auch Das der hier. Teilnehmerfeld natürlich erwartet eng zusammen bisher, allerdings 7-Eleven vorne ein bisschen besser vertreten, aber auch nur eine Nuance. Ja, mit leichten Vorteilen. Hier Kayo ist da im Duell mit vorne mit Alex, aber man kann Kayo das für sich entscheiden. Und auch Slender kommt dann noch an Alex vorbei. Und da Control hier auf der fünften Position ins Ziel fährt, ist das die sichere Runde für 7-Eleven. Ja, Die jetzt in richtig. Führung gehen. 1 zu 0. Und eine 32 auch eine schöne Zeit. Und Oh ja. man kann ja nicht sagen, dass RTA jetzt irgendwie groß gefailt hätte, aber man bemerkt es halt schon, wenn deine konstante Teamleistung hier halt 40 Hundertstel auseinander ist, ist das halt zu viel für diese Map. Du Oh, musst was war halt, das denn? das war glaube ich ein Lag, habe ich auch gesehen. Nee, Wally ist Echt? da ganz hinten. Der Oh. ist da in den Checkpoint reingefahren. Bitte. Na Also, gut. das Ja, ist richtig aber auch bitter einer jetzt, von ja. 7-Eleven hat gefailt, aber Oh, jetzt und der jetzt einer nächste von RTA RTA auch mit einem will. Slowdown ist da ganz, ganz knapp an diese Werbebande da von Trackmania gegengefahren. Und jetzt haben wir Slender und Control auf den ersten beiden Plätzen, werden jetzt von Alex hier be drängt, der sich auch an die Spitze setzen kann. Eieieiei, da ist Slender noch abgeflogen. Aber das müsste trotzdem das Unentschieden Ja, sein. richtig. Wally wird noch ans Ziel kommen, sich damit das Unentschieden erkämpfen. Das Bisschen hergegeben von RTA. hat sich. Ja, von 7-Eleven meinst du, Von oder? 7-Eleven meine ich, ja, Ja, so. das wollte ich nämlich auch sagen. Sie hatten es bis zur letzten Kurve in der Hand und dann eckt Slender da einfach mal innen an. Eigentlich ein ziemlicher Noob-Fehler. Wenn man da Ja, den stimmt Slide. schon. Wenn man da den Slide irgendwie zu früh ansetzt oder zu früh nach links lenkt. Aber Aber sei's drum. ein recht, ja, unerwartetes Bild. Also wir haben, glaube ich, beide erwartet, dass es deutlich konstanter hier wird. Mal sehen. Ja, mal gucken, vielleicht ist die Konzentrationsspanne auch nicht mehr ganz so hoch nach den, weiß nicht, 10 Runden Warm-up oder so. Müssen sich Ja. natürlich jetzt beide Fahrer, beide Teams nochmal richtig am Riemen reißen. Hat sich Ich rede vielleicht der hier ein ein oder bisschen und schon andere. sind wir in der vorletzten Kurve. So schnell geht's. Länder an der ersten Stelle, dicht bedrängt von Alex. Allerdings Control und Kayo kommen da Ah, auch das ist mit die ran und es lockere wird die rote 7-Eleven Runde. Runde. Ja. Das ist die lockere Runde und Slender wieder mit einer Punkt 33. Also starke Performance von ihm. Aber wir haben es jetzt, glaube ich, gerade im Stream ganz gut gesehen. Der Alex ist jetzt zum Beispiel ziemlich weit innen gefahren, die letzte Kurve. Wurde am Ende dann aber doch überholt. Also die meisten Fahrer springen da auch wirklich verhältnismäßig weit raus und der Mr. 40 gleich mit einem riesen Fail am Anfang. Stimmt, das ist jetzt schon der zweite von RTA, der. Oh ja, jetzt nochmal gegen den Checkpoint. Also da ist auch wieder alles verloren. Aber der Rest von RTA macht das momentan ein bisschen besser. Alex hier auf der ersten Position momentan ist sehr eng hier rumgekommen. Karl jetzt mit viel Speed konnte sich da fast an Alex vorbeispielen. Es reicht am Ende aber nur für den zweiten Platz. Trotzdem ist 7-Eleven jetzt hier mit Karl und Control noch in einer guten Position und können Alex vielleicht noch einholen. Das reicht aber am Ende nicht mehr. Und es wird Und der es ist Draw. wieder das Unentschieden. Also knappe Sache, allerdings nicht deshalb knapp, weil beide Teams hier auf allerhöchstem Niveau sich die kranken Zeiten um die Ohren hauen würden, sondern im Vergleich zur ersten Map sehen wir eine deutlich unkonstantere Leistung auf der Eigentlich schon, vermeintlich ja. leichteren und obendrein auch noch 5 Sekunden kürzeren Zeit, Wundert mich ein kürzeren Map. bisschen. Richtig, mich auch.
Also einige Unkonzentriertheiten. Ich meine, hier direkt am Anfang da anzuecken ist ja jetzt, denke ich, nicht unbedingt vom Fahrerischen her so anspruchsvoll der Anfang. Also da wird wohl schon die Konzentration auch eine Rolle spielen. Und jetzt sehen wir RTA leicht in Front. Alex kann sich hier Kajo holen und Vogt, der ist da auch in Schlagdistanz. Und jetzt Kajo ist da auch nicht direkt angeeckt, aber musste da schon vom Gas gehen. Und jetzt ist es eine ziemlich deutliche Angelegenheit für RTA. Slender ist da auf dem dritten Platz, ist der Einzige, der für 7-Eleven noch ein wenig die Fahne hochhält. Und Alex und Vogt, der hier mit der gleichen Zeit im Ziel und holen die nächste RTA, nicht die nächste, sondern die erste RTA-Runde. Ja, RTA hat sich jetzt hier zusammengerissen. 44, 44, 50, 67. Genau das ist halt der Bereich an Zeiten und die Konstanz, die du hier bringen musst. Und müssen sich jetzt halt wieder zurück ins Match kämpfen. Aber das haben sie auch vorhin geschafft. Und jetzt der erste Fail von 7-Eleven. Und Also die wieder direkt scheinen, am ja, Anfang. die scheinen wirklich Probleme mit dem Start zu haben. Obwohl es da nur um wenige Hundertstel geht. Deswegen muss man da einfach nicht so gierig fahren. Ja, aber beide Teams vor allem, was mich auch Ja, wundert, richtig, dass beide richtig. Teams sich da die Anecke leisten. Und die sind ja nur wirklich vermeidbar. Aber gut, Control jetzt auch von 7-Eleven mit dem nächsten Anecker hier in der Hochkurve. Und damit ist es eine sehr deutliche Angelegenheit für RTA. Oh, ei, da sind aber zwei RTA-Spieler nochmal richtig abgeflogen. Und jetzt könnte es nochmal eng werden. Schauen wir nach vorne. Alex holt die Runde. Und Ja, es ist am es Ende doch 7-Eleven. richtig. Ja, Verrückte Sache. das Mittelfeld ist dann halt von 7-Eleven geprägt. Und wenn du die letzten beiden Plätze belegst, ich meine, es ist knapp, wenn Mr. 40 oder Mr. 40, keine Ahnung, vor Kayo jetzt ist, dann wäre es ja schon der Draw gewesen. Aber Ja. so halt die 3 zu 1 Führung für 7-Eleven. Und RTA muss jetzt aufpassen. Die führen zwar hier 1 zu 0 im Best of 3, aber wollen natürlich jetzt wie die zweite Map auch nicht völlig unnötig hergeben. Aber das war sehr interessant gerade, weil zur Mitte der Map war zwei Spieler von 7-Eleven wirklich komplett abgeschlagen. Und das hätte RTA wirklich nur safe nach Hause fahren müssen, aber dadurch, dass da zwei Spieler nochmal anecken, hat sich das Blatt am Ende nochmal gewendet. Und genau das hatten wir am Anfang auch schon mal angesprochen. So, und wir sind schon wieder in den letzten Kurven und Kayo kann sich hier vielleicht die Spitze holen vor Alex, aber Alex ist da im letzten Slide noch mal ein bisschen besser rumgekommen, kommt hier mit mehr Speed, au, aber holt ihn doch nicht. Aber Mit einer Hundertstel. Vogt da Mr. 40 hier mit der Teamleistungsländer Oh, Slender, kämpft ja, der sich macht hier irgendwie noch ins Ziel. Besichtigungstour hier durch die Map. Und am Ende ist es dann doch die RTA-Runde. Mit 2 zu 3. Nicht mit 2 zu 3, sondern 2 zu 3 steht's jetzt. Und Ja. vielleicht macht's RTA wie auf der Map vorhin. Also Bliss fragt hier auch gerade, was mit Rally los ist. Das ist natürlich nicht gerade motiviert und da ist schon direkt der nächste Fail am Start. War das von Mr. 40, der ein bisschen Speed verloren hat? Oder ist bei 7-Eleven und wer ganz raus? Glaub, Ja, das war Slender nur ist ganz Mr. Echt rausgeflogen. Slender. Eieiei. Also das ist wirklich sehr überraschend, dass die sich am Start hier so schwer tun, die beiden Teams. Au, was war das denn da von der RTA? Da ist eine zu weit nach außen gekommen, das ist Wally. Und der jetzt damit kompletten Stillstand. Und jetzt müssen wir nach vorne schauen, denn Alex schafft es da tatsächlich, Kayo noch zu holen. Und Wally kommt auch noch ins Ziel, allerdings wieder als Letzter. Also der hat hier echt Probleme. Er holt jetzt zwar natürlich dadurch, dass er wenigstens das Ziel noch erreicht, die Runde. Denn wir sehen vorne Alex vor Kayo, Vogt vor Kyle, Mr. 40 vor Slender und Control. Aber er bringt wirklich keine starke Leistung und das trotz seines ersten Weltrekords. Was ich mal gerade einwerfen muss, ich finde diese Map schrecklich zu casten. Denn kaum ist man mal auf irgendwas kurz eingegangen, sind die Wahrer schon im Ziel. Das ist irgendwie scheiße. Ja, das stimmt. Das war sehr schnell vorbei. Aber es ist halt wirklich nur 35 Sekunden. Es geht halt weg wie nichts. Ich glaube, das ist Ja. auch so quasi der untere Rand für TMM-Maps, der überhaupt erlaubt ist. So, und wir haben die nächsten groben Anecker. Wir haben Vogt, der hier hinten rumguckt und auch ein paar andere Fahrer von 7-Eleven, glaube ich schon. Control hat sich jetzt die Spitze geholt und oh mein Gott, das sind zwei 7-Eleven-Spieler frontal gegen diese Kante Nee, gehauen und Wally war das und einer von das waren, 7-Eleven. oh, das, dann habe ich mich da jetzt Genau, also vertan, aber ausgeglichene Sache. also das ist jetzt mal die Gammelrunde schlechthin. Oh Mann. Und das ist 7-Eleven, weil die den besseren Weg ins Ziel finden da außenrum. Also es wundert mich echt stark. Also ich kann nicht verstehen, Ja. was wir hier gerade sehen. Also das ist wirklich, nachdem das auf der ersten Map richtig stark ausgesehen hat, ist es jetzt doch teilweise ein Armutszeugnis, was wir hier geboten bekommen. Und ja, Patte, 7 Minuten sind mehr, als du glauben magst. Ja, 7 Sekunden, aber
Sekunden, Aber Minuten, richtig. ja, alles Also das Wally Gleiche. hier mit einem Riesenfail und noch einem Bergaufpart, also der wird hundertprozentig letzter werden. Wir konzentrieren uns also aufs Eieiei. vordere Feld. Alex und Vogta sind nämlich da auf den ersten beiden Plätzen und die müssen sich auch die ersten beiden Plätze holen. Hinter ihnen ganz viel 7-Eleven, ganz viel rote Farbe. Die versuchen die dort zu verdrängen und Control ist auf keinem schlechten Wege, aber hat er nicht genug Overspeed. Und deswegen wird es die RTA-Runde werden. Nee, wird es nicht. Ich dachte, Nee, es Mr. ist schon wieder 40, so unentschieden. ja, ich habe gedacht, Mr. 40 würde nicht vorletzter werden, aber so ist es natürlich richtig, wie das unentschieden. Also ich Und verstehe es. nicht, was hier los ist. Ich verstehe Ja. nicht, was mit Rally los ist. Der scheint Ja, ja Wally sowieso. komplett, ja, der ist völlig on tilt. Also der kommt irgendwie gar nicht klar anscheinend gerade. Wollte ich auch. Der ist nämlich hier mit dem ersten Dedi unterwegs. Er hätte es nicht mal nötig, wirklich auf WR zu fahren hier, weil er ja schon den ersten hat. Aber trotzdem fährt er hier die eindeutig unterirdischste Performance von allen Fahrern. Ja. Ja, leider werden ja nicht die Punkte angezeigt, ne? Von den Fahrern, wie viel die sich erfahren haben. Naja, leider nicht. Auf manchen Match-Servern hat Fast Ja, diese Funktion, ja, genau. oder Ja, bei ist Acer gegen dann. 3D Max war es halt so. Hier leider nicht. Ja, Aber das ist diesmal eine natürlich sehr, dann der sehr enge Runde. Extra-Service. Ja, wir haben diesmal nicht so viele Fehler und wir haben Kayo und Alex mal wieder vorne. Alex mit der starken Performance ist einer von 7-Eleven angeeckt. Und das müsste die RTA-Runde sein, denn nur 7-Eleven kann sich hier den zweiten und dritten Platz holen. Und damit wieder das 4 zu 4. Das hatten wir auf der Map vorhin auch schon. Richtig. Also es wird jetzt nochmal eng. Wir hoffen natürlich. Ja, was hoffen wir denn überhaupt? Also ich meine, wir sind ja für ATA, also hoffen wir eigentlich, dass die, besonders Wally, sich jetzt nochmal zusammenreißen. Andererseits wollen wir natürlich eigentlich auch gerne noch eine dritte Map sehen. Kleiner Tja, das Konflikt. ist nicht so schwierig, ist ziemlich schwierig, ja, also jetzt so langsam geht's mit mir auch bergab. So, schauen wir mal wieder auf die Runde, denn wir haben diesmal 7-Eleven relativ weit vorne. Wir haben da Kayo und Control auf den ersten Plätzen. Oh, Slender ist da jetzt zu weit rausgekommen und mit dem kompletten Stillstand. Und damit könnte sich tatsächlich wieder das Unentschieden anbahnen, wenn von RTA hier niemand mehr auf die vorderen Plätze kommt. Alex da nochmal mit ein paar starken Kurven, kann sich da Kayo vielleicht sogar noch schnappen, aber holt sich den zweiten Platz und damit, was ist denn hier los? Ja, Control hat einen Riesen-Fail gemacht am Ende nochmal. Macht jetzt auch diese Ausflug-Zielfahrt an Palmen vorbei, Also, über Wasser. ich habe da ja am Ende dann auf Alex geschaltet, um da zu schauen, ob er vielleicht noch jemanden einsammeln kann. Und plötzlich ist im Ziel kaum mehr einer von 7-Eleven da. Ich frage mich, was ist da los? Ah, Riesen-Fail dort. Okay, also jetzt hat RTA. Jetzt nicht 6 zu 4? Steht 5 zu 4. Oh, sorry. Ja, ich war schon ein bisschen zu weit. 5 zu Aber 4 dann. Gut, dann noch kein Matchball sozusagen. Sondern wir gehen in die nächste Runde. Ich muss Mitte hier auch zustimmen. Der meint, ohne Alex hätte RTA ein Riesenproblem. Und so ist es in der Ja. Tat, weil Alex hier dauerhaft unter den Top 3 finisht eigentlich und meistens auch die Runde sogar selber holt. Und ohne seine Performance würde RTA wirklich ziemlich dumm dastehen. Auch jetzt ist er wieder auf der zweiten Position. Nur Kayo muss er hier ziehen lassen. Und mal schauen, was der Rest so macht. Control hier auf der vierten Position. Kann sich vielleicht noch Vogt erholen. Das wird ganz knapp. Oh mein Gott, aber da ist Kayo angeeckt. Und es wird aber trotzdem die eindeutige RTA-Runde, denn Slender und Kyle, glaube ich, haben im Mittelpart ein bisschen gefailt. Und Kayo jetzt am Ende natürlich den Überfail. Ja. Und damit steht es jetzt wirklich 6 zu 4. Genau. Diesmal wirklich. Und damit jetzt zweimal die Möglichkeit für RTA, das Ganze zu Der finishen. Matchpoint. Ansonsten, richtig, ansonsten würde es hier in den Tennismodus gehen. Mal Wally hat sehen. sogar jetzt sich die letzten zwei Runden, glaube ich, zusammengerissen wieder, oder? Ja, es lief einigermaßen und auch gerade haben wir weniger Fehler als sonst gesehen. Also so langsam Ist er nehmen es wieder die drin? Fahrer doch wieder ein bisschen ernster, Ja. genau. Auch jetzt das Teilnehmerfeld wirklich Aber sehr ernst. ja, es ist noch sehr ausgeglichen. Kayo wieder vorne. Mal sehen, ob er die Runde diesmal ohne Fehler zu Ende fahren kann. Jetzt auch Control hier vorne und auch Slender. Das sieht momentan sehr gut aus für 7-Eleven. Control und Kayo hier relativ weit vorne. Aber wie sieht es dahinter aus? Dahinter vor allem RTA-Spiele und das ist dank Slender die 7-Eleven-Runde. Ja, also starke, starke Runde wirklich. Diesmal bis auf Kyle kein einziger Fail. Das war super eng zusammen, das Teilnehmerfeld. Und damit ist es jetzt 6 zu 5. Patte hat sich hier schon ein bisschen zu früh gefreut mit 2 zu 0. So Ja. weit ist es noch nicht. Aber jetzt der zweite Matchpoint. Und Ja, Alex natürlich fordert hier wichtig. schon. No Ja. Tennis. Ja, ist wichtig für RTA jetzt wirklich keinen Tennismodus zuzulassen. Das kann dich mental ja schon ein bisschen beeinflussen, wenn du es jetzt zweimal in der Hand hast und Klar. dann gehst du wieder in diesen langwierigen Tennismodus rein. Vor allem, weil Und das du ewig dauern kann. ja, du willst das Ding ja einfach nur finishen. Und Alex tut ja auch sein Bestes, ist auf der ersten Position. Vogta und Wally
können da auch sich ein bisschen ranziehen. Wird das hier eventuell die blaue Runde? Wenn es die blaue Runde ist, dann ist RTA durch. Dann wären sie mit 2:0 hier durch. Dann wären sie im Halbfinale. Dann würden sie dort auch gegen Boah, Inter stark, treffen. das sieht gut aus. Alex Das mit einer ist die starken Runde. Das Zeit. ist die Runde für RTA. Ja. GG. Starke Performance. Zwei sehr schöne Maps, die wir heute gesehen haben. Sehr Hier knapp. Übrigens drei Fahrer mit 35-55. Also wenn sich das Spiel da ein bisschen anders entschieden hätte, hätten wir, glaube ich, da gerade auch noch ein Unentschieden sehen können. Ja, Aber so das hat stimmt. RTA da noch ein bisschen Glück auf seiner Seite und holt hier den entscheidenden Punkt und das 7:5. Ja, gut, Tja, dass wir uns das noch angeguckt haben, auf wirklich jeden im Fall. Nachhinein. Und am Ende wurde es ja auch ein deutlich hochkarätigeres Match als am Anfang der Map. Ja, richtig. Die Fahrer haben sich dann wirklich, wie gesagt, ein bisschen zusammengerissen, wieder den Fokus eingeschaltet. Ja, vielen Dank ans Zuschauen, alle Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet Auf einen jeden schönen Fall. Abend mit beiden Spielen. Ersten Rape und dann noch ein spannendes, schönes Match mit gutem Ausgang. Wie gesagt, nächste Woche RTA gegen Acer. Das wird eine krasse Geschichte. Vielen Oh Dank ja. auch an dich, Nutella, dass du Ja, hier gerne, immer wieder. mitgecastet hast. Und vielen, vielen Dank an Oxygen, der die Technik wieder geschoben hat. Und ich glaube, es lief auch alles perfekt. Ich habe zumindest keine Nö, ich Beschwerde glaube, mehr gehört. diesmal lief's besser. Ja. Ich habe den Chat in meinem Blick gehabt, da kam wenig Meckerei. Die anderen Viertelfinales übrigens, kann ich gleich schon mal durchgehen, wie die ausgegangen sind. Team Hot hat 2:0 verloren gegen Druids und Acorn hat 2:0 verloren gegen Dignitas. Sprich, Dignitas gegen Druids und RTA gegen Acer sind die beiden Halbfinales. Acer Dignitas ist ja so das Finale, was man erwarten würde, aber vielleicht sehen wir eine Überraschung nächste Woche. Ich wollte ja gerade sagen, dann sind da doch die üblichen Kandidaten wieder ins Halbfinale vorgedrungen. Ja. Ja, aber gerade RTA traue ich schon durchaus zu, dass sie hier ja, sie haben es ja schon mal geschafft bei gegen Acer was Acer. Rauslocken können. Ja. Also wenn die In wirklich der motiviert SCC. sind und richtig no-lifen und Acer halt nur normal trained und sie jetzt nicht so ernst nimmt, wie sie vielleicht Dignitas im Finale nehmen, dann Jo. Kann das ganz, ganz schnell ein unerwartetes Ende nehmen. Alles klar, dann verabschieden wir uns mal, denke ich. Richtig. Ansonsten labern wir hier noch stundenlang weiter. Und jo.